Das geht nicht. Klar geht das. Hör auf zu meckern immer. Nee. Ich will das nicht so weit auseinanderbauen, weil dann ist es so schwer zu ernten später. Wenn wir die Sense haben, ist das sowieso leichter. Das geht aber nicht. Aber mit der Sense können wir auch mehrere gleichzeitig ernten, wenn die nah genug aneinander stehen. Nein, so nicht. Nee. Betten? So klappt das nie. Wetten? Nee. Locker. Das geht nicht. Und ob das geht. So, ja, wie gesagt, auf der ersten Insel kenne ich mich noch relativ gut aus. Zumindest die wichtigen Sachen weiß ich, wo die sind. Aha. Ja, und die anderen Sachen, ja gut. Also die anderen Inseln, die noch kommen werden. Achso, jetzt habe ich vielleicht schon zu viel verraten. In der Kampagne, also im Abenteuer, dann kommt man von der Insel wohl runter. Aber strandet dann während der Zeit auf der nächsten. Das geht dann nach ein paar Inseln so weiter. Und auf denen kenne ich mich dann, wie gesagt, nicht mehr aus. Zumindest nicht mehr nennenswert. Fantastisch. Ja, wirklich fantastisch. Ein Keks esse ich, weil mit hungrigem Magen einschlafen ist ungesund. Weil man dann enorm viel Schaden bekommt. Trinke ich etwas Wasser. Sehr schön. Ist das Fleisch, das ich habe. Aber das war jetzt, ich glaube, die hätten auch ein bisschen Trinken gut gemacht. Oh, das wollte ich nicht. Egal. Dieser Baum hier muss sterben, leider, weil wir dafür noch Baumstämme brauchen. Wir haben noch Baumstämme bei unserem Schiffsflug. Aber das wäre enorm aufwendig, die zu transportieren. Werde ich bestimmt trotzdem gleich tun. Weil aus dem Baum bekommen wir, glaube ich, 3, maximal 4 Baumstämme und wir brauchen halt noch 9. Gut. Dann holen wir doch das andere nächste Wichtige, was uns noch fehlt. Und zwar Baumwolle. Wolle eigentlich generell, ob es Baumwolle ist. Baumwollpflanzen, diese lustigen, fluffigen Wollkugeln, das sieht mir verdammt nach Baumwolle aus. Ich denke, ich kann die Teile abrupfen und irgendwie benutzen. Info, durch Angreifen kann Wolle gewonnen werden. Falls ihr euch fragt, warum ich jede scheiß Schnecke töte, weil wir dafür immer hier einen Punkt mehr bekommen und Schnecken töten nun wirklich nicht schwer ist. Außer wenn die sich unter Blättern verstecken und man immer noch Pflanzen schlägt. Na, Glück gehabt. Die ist giftig. Nicht reinlaufen. Tut weh. Ein Glühwürmchen! Aha! Geht nicht. Aber dich kriege ich. So, und das mache ich nicht mit dem Hammer, sondern mit den Händen, weil man mit den Händen sinnvollerweise mehr Baumwolle pflücken kann. Also besser pflücken kann, ohne viel zu zerstören. Und aus dieser Baumwolle kann ich erstmal Schnüre spinnen, was seine Zeit dauert. Deswegen ich jetzt auch nicht alle auf einmal spinnen werde, weil seid ihr bestimmt stinksauer. Was machst du denn da? Und? Es hat geklappt. Sehr gut. Eine Angel und einen Bogen bauen. Aha. Vor allem gut ist die Angel, die ich jetzt auf Taste 4 lege. Weil mit der Angel kann ich Fische fangen. Fische, da steigen Blasen im Wasser auf. Das kann nur bedeuten, dass hier Fische leben. Wenn es mir gelingt, irgendwie eine Angelrute zu bauen, könnte ich die Fische sich hier sicher ganz leicht aus dem Wasser holen. Ja, überall, wo hier solche Blasen sind.
Na? Wo sind sie? Ich finde sie nicht. Aber egal, man kann auch einfach... Da, hier sind die Blasen. Noch einfach schwimmen und dann sieht man die Fische. Dachte ich. Eigentlich sieht man die. Ja, eigentlich schon. So, wir haben jetzt aber schon zwei Fische. Es geht ganz fix. Und fischen werde ich zumindest so lange, bis ich bei Angeln... Wo ist es? Wo ist es? Ja, direkt bei 50. Kann man dann Reusen bauen. Das heißt, für die Leute, die nicht wissen, was eine Reuse ist, das ist so ein... Ja, so ein Netz, wenn man so will. Das stellt man dann einfach ins Wasser. Und die Fische schwimmen von alleine rein. Und man muss das dann nur noch ausleeren. Das heißt, wir haben noch eine automatische Nahrungsquelle. Sehr von Vorteil, sehr von Vorteil. So, die Fische kann man natürlich auch braten. Die Fische kann man auch wunderbar verspeisen. So klappt das nie. Du sollst es auch nicht benutzen, sollst es essen. Nom nom. Und die machen auch sogar eine ganze Menge. Esse ich noch hier so einen kleinen Pilz. So, wunderbar, topfit. Kakaofrucht. Den Baum nicht fällen. Das hatte ich schon vergessen. Boah, stellt euch vor, ich hätte den gefällt. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Aber ich glaube, die Fruchtbäume sehen immer so ein bisschen kleiner aus als so. Ach komm, mach's jetzt doch nicht so schwer, du Baum. Ich könnte eigentlich auch einfach mal... Wo ist mein Hammer? Da. Die Machete brauche ich ehrlich gesagt nicht. Es hat geklappt. Die Axt mache ich. Gleich die Bäume zu fällen. Und... Die Sense mache ich noch. Um damit kann ich eigentlich das nochmal kombinieren. Eisenbolzen. Ja, aber ich habe keine Armbrust. Um gleich das Getreide dann zu ernten. Und zwar werde ich jetzt schon die Axt benutzen, in die Hand nehmen. Dafür brauche ich ganz schnell Taste, weil so oft benutzt man ihn nicht. Also ich zumindest nicht. Auch hierfür gibt es übrigens einen Skill, den ich aber ziemlich daneben finde. Ich habe keinen Platz mehr. Du hast keinen Platz mehr, natürlich nicht. So. So, haben wir das da weggeschmissen? Dann dürften wir jetzt genug Platz haben. Nicht genug Platz. Zwar immer nur für einen, aber immerhin. Zack. Und genau das meine ich, weil wir dann halt so wenig Platz haben. Wir können ja maximal sowieso zwei tragen. Ist es halt sehr stressig. Wäre es sehr stressig, dass alles von da hinten vom Boot her zu holen. Da habe ich keine Lust drauf jetzt. Wenn ihr mir jetzt sagt, oh, hier Luca, erst machst du hier einen auf, oh, ich bin so öko und achte auf die Umwelt und jetzt scheißt du vollends drauf. Ja, aber ich habe da auch einen Grund für. Anpflanzen. Ab 200 kann ich Äste in den Boden stecken und dann Bäume machen. Das werde ich wahrscheinlich noch erreichen, weil ich das sehr sinnvoll finde, ein großes Getreidefeld zu haben. Vor allem, wenn die Heuschrecken kommen. Ich werde fluchen, wenn die kommen. Glaubt's mir. Es wird sehr, sehr unangenehm. Für uns alle. Das kann ich nicht mehr tragen. Natürlich nicht. Wie sollst du auch? Ach ja.
4 Baumsteine noch und 40 Steine. Steine haben wir wie viele hier? 11. Na toll. Nein, das wollte ich nicht. Habe ich zu früh gedrückt. Toll. Haben wir das hinter uns. Ich habe keine Lust mehr auf Bäume fällen, also gucke ich mal, was es hier sonst noch so gibt. Sachen, nach denen ich suche, sind Beeren. Ach so, was ich auch noch machen kann. Erstmal, der hier muss auch noch eine Schnelltaste bekommen. Und ich habe keine Äste. Habe ich alle weggeschmissen. Gib mir Äste. Äste. Ja. Den Ast kombinieren. Und zwar mit den Pfeilen. Kann ich Holzpfeile erstellen. Jetzt habe ich 3 Holzpfeile. Ja, ist nicht so viel, aber ich kann meinen Bogen jetzt benutzen. Oh ja. Das heißt, wenn wir jetzt... Nee, das ist... Ach, das ist mir alles zu riskant, wo ich jetzt so wenig habe. Das ist eigentlich jetzt eher noch zur Verteidigung gedacht. Was ich noch suche, wollte ich gerade sagen, sind... Beeren. Weil Beeren... Ich, Vollidiot, habe alle Weintrauben gegessen. Beeren kann man nämlich einpflanzen, ab Anpflanzen Skill 50. Und das ist ja nicht so ganz weit weg. Oh, da ist noch eine Kiste. Die wurde wohl etwas von uns entfernt an Land gespült. Ich sollte mich auch gleich wieder auf den Heimweg machen, nachdem ich die Kiste habe. Oh! Oh! Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Knochen machen soll, aber gebratenes Fleisch ist wundervoll. Also zumindest hier im Spiel. Sonst bin ich da eher, stehe ich dem eher ablehnend gegenüber. Oh, jetzt wird's richtig dunkel. Und was wir auch immer noch brauchen... Ups. Was wir auch immer noch brauchen, ist ein zweiter Feuerstein, weil der alleine bringt uns... Gar nichts. Oh oh. Wenn ihr jetzt knurren hört, dann wundert euch nicht, dass ich mich nicht mehr umdrehe. Aber es knurrt nicht. Starkes Heilkraut. Das ist sehr schön. Oh, ich hab gar keinen Durst mehr. Noch Heilkraut. Ey, toll. Das freut mich. Oh oh. Wir werden gleich schon ein bisschen Schaden bekommen, bevor wir ins Bett gehen können. Oh ja, das werden wir. Aber wir sind gleich da. Da ist es. Super. Oh, wie schön das aussieht. Mit dem Lagerfeuer. Schlafen! Essen. Oh, die Sense wollte ich nun absolut nicht, aber dich wollte ich. Nee. So, jetzt habe ich 10 Pfeile. Kannst weiter auf Erkundungstour gehen. Hä? Wo habe ich denn den Bogen hingepackt? Auf 5 hatte ich den. Ich dachte auf 4, aber auf 4 ist meine Angel. Na, Glück gehabt, Affe. Sag mal, wie viele Pfeile hältst du aus? Das war's. Na toll.
Das lohnt sich erst, wenn wir wirklich Pfeile haben, wirklich viele. Weil ihr könnt euch vorstellen, wie viel ein Löwe aushält, wenn der dumme Affe da schon 5 aushält.